Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Wie krank ist das denn? Vestas V126 tanzt aus der Reihe. Auf 137 Meter Nabenhöhe. Windpark Hasselbach. Aber sie wird auch immer langsamer, scheinbar kommt sie gleich zum Stehen. Sie muss die Windrichtung ändern, umgehend. Aber momentan tanzt sie noch aus der Reihe. Wie krank ist das denn? Haha, geil! Jo, meine Freunde, ich bin wieder da! Ihr erinnert euch sicher, ich habe einen Beitrag gemacht, als ich von Libori, Paderborn, wieder nach Hause gefahren war am Abend. Den Donnerstag, ne? So, da wisst ihr sicher noch, da bin ich auch durch Bielefeld gekommen und habe in Bielefeld diese Windräder gesehen. Das sind Vestas V126 mit 3,3 Megawatt, 3300 kW eine und ja, mal 3 sind das etwa 9,9 Megawatt, die hier insgesamt erzeugen, wenn sie mal auf Volllast wären, was sie jetzt gerade nicht sind, aber sie drehen sich, das seht ihr, ne? Die haben Besonderheiten. Also okay, erstmal die Nabenhöhe ist 137 Meter. Ja, Besonderheiten sind hier zum Beispiel, die haben nur eine rote Blattmarkierung und nicht zwei. Warum, weiß ich auch nicht. Also es ist irgendwie komisch mit diesen Blattmarkierungen. Das ist auch irgendwie von Land zu Land anders. Manchmal sogar von Stadt zu Stadt anders. Also das ist irgendwie merkwürdig. Früher waren die Windräder nur weiß. Dann folgten auf einmal mindestens zwei rote Markierungen. Erst 3 Meter lang und irgendwann sogar 6 Meter lang, meine ich, sind diese Markierungen an den Flügeln, an den Rotorblättern. Dann ging es weiter. In der Erfindung und in der Entwicklung der Windräder kam dann auf einmal die rote Turmmarkierung auf 40 Meter Höhe dazu. Ja, also das ist schon gigantisch irgendwie mit den Markierungen, ey. In Österreich ist das anders. Da haben sie sogar 3 rote Flügelstreifen, also 3 Blattmarkierungen. Dafür aber keinen roten Ring. Das ist irgendwie eigenartig, wenn ich jetzt mal so sagen darf, ne? Ja, und irgendwann setzte sich auch eine Blattmarkierung durch, so wie hier, an den Vestas V126. Ich habe den YouTuber Lebronaldo vorhin mal per SMS gefragt, was das hier wohl für Anlagen wären. Er meinte, ja, sind natürlich V112. Ja, da habe ich auch gedacht, es sind welche, aber wir gehen jetzt mal hier hoch. Ich habe es ja schon gesagt, was für welche. Es sind V126, 3,3 Megawatt, 3300 kW machen die. Hier, da könnt ihr es nochmal lesen. Ich bin hier im Windpark Hasselbach und oh, bei Bielefeld in der Nähe. Ja. Betreiber, Stadtwerke Bielefeld, Stadtwerke Gütersloh, Wind GmbH und Co. KG, Schildischer Straße 16 und bla bla bla. Ja, in Bielefeld und ja, das steht da alles so drinne. Ja, wir haben hier eine V126, 3,3 Megawatt, 127 Meter nah. 137 Meter Nabenhöhe und ja, 3 Stück. Das ist praktisch genau wie in dem einen Waldgebiet, in dem ich schon mal war.
Ne? Erinnert ihr euch vielleicht noch? Da bin ich vom Raffelder Berg, bin ich über, vom Raffelder Berg bin ich über die Nordex N43, mir fällt der Ortsname gerade nicht ein in diesem Augenblick. Ich weiß ihn zwar, aber er will mir gerade nicht einfallen, liegt mir auf der Zunge. Und so, ne, da bin ich zu den Nordex N43 über an einem Patensteig oder wie das da heißt, in Floto oder was, noch am Rande von Floto da oder was, bin ich dann rüber zur Enercon E53. Von da bin ich dann weiter zu Vestas V80, meine ich. Von da bin ich dann weiter zur E66 von Enercon, die gleich in der Nachbarschaft stand. Und schon waren die drei Vestas 426 ebenso wie hier 137 Meter Nabenhöhe waren da zu sehen. Allerdings glaube ich, meine ich, hatten die sogar zwei rote Flügelstreifen, wenn mich nicht alles täuscht. Diese hier haben nur einen roten Streifen, da könnt ihr es sehen. Die dunkle Stelle da an der Flügelspitze, an der äußersten Spitze, wo es etwas dunkler wirkt als der Rest des Rotorblattes. Das ist die rote Blattmarkierung. Ja, es sind, wie gesagt, V126. Da habe ich mich gerade am Anfang vertan. Ich dachte erst, es wären V112. Nein, es sind V126. Alle zusammen machen 9,9 Megawatt. Wenn sie auf Volllast laufen. Ja, es ist schon gigantisch. Es sind nicht V112, es sind tatsächlich V126, unter denen ich hier stehe. Ich fahre jetzt aber nicht weiter zu den anderen, die da noch stehen, weil, naja, wird keinen Sinn machen. Und ja, weil ich stehe ja jetzt hier unter einer, ne? Ich muss mal gerade einen Cut machen. Mein Handy hat nur noch 10% Akku, entschuldigt. Ich muss mal gerade einen Cut machen. Ich hänge das gerade an eine Powerbank und dann geht's weiter. Ja, wieder da. Handy hängt an Powerbank. Ich hoffe, das bringt noch etwas. Denn ich brauche das Handy jetzt gleich, das Navi, um wieder hier rauszufinden, um nach Hause zu finden. So, ich habe über dreieinhalb, fast 4 Stunden benötigt für knapp 50 Kilometer durch Bielefeld. War es auch gar nicht so einfach. Also, das ist schon Oberhammer. Und dann haben wir hier in der Nähe, da in die Richtung, haben wir irgendwo eine Art Kläranlage oder sowas ähnliches. Irgend so eine komische Fabrik oder so, über die man leider nicht drüber fahren darf. Da war ein Riesentor, der Weg war abgesperrt. Ich musste also erstmal einen anderen Weg durch den Wald hier finden, wo hier gerade eine offene Waldstelle ist. Alles, was man hier sieht, all das Grüne hier um die Windräder herum, könnte man eigentlich alles, was grün ist, nicht hier, das Graue. Das Graue sind die Zugangswege. Die müssen frei bleiben, wenn die Windräder mal eine Wartung benötigen, und hier eine kleine Kranstellfläche, die gleichzeitig als Parkplatz für Vestas Service-Leute dient. Wenn mal hier der Service hin muss, dann müssen hier schließlich öffentliche Wege sein zu den Anlagen. Aber alles, was hier grün ist, da könnte man theoretisch wieder Bäume pflanzen. Habe ich nicht recht? Oder was sagt ihr dazu? Dann wäre das hier ein richtig dichter Wald. Dann wären nur wirklich hier die Windräder frei, wo die stehen. Aber der Rest wären nichts als Bäume. Also das wäre doch mal geil. Dann wäre es hier ein richtig geschlossener Wald. Ja, der Wald ist jetzt hier drumrum. Und ich denke mal, dass das auch vielleicht sogar so bleiben wird, weil statt Bäume kann man hier auch was anderes machen. Riesige Insektenparadiese, riesige Insektenwiesen könnte man auch daraus machen. Man müsste nur das Verschiedenste dort einpflanzen, was zu verschiedenen Zeiten blüht, in verschiedenen Farben und, dass das auch richtig Bienen und andere Insekten und so anzieht. Ja, und dann würden hier tatsächlich mehr Insekten hier um den Windpark Hasselbach rum
Platz liegen, ne? Ja, alles, was hier grüne Fläche ist. Ja. Oder ein Bauer könnte es für Ackerland nutzen oder was, dass hier ein Bauer rumfährt. Aber ich tendiere, wenn der Windpark mir gehören würde, würde ich mehr zu Bäumen tendieren und hier wieder alles bewalden, damit es hier schöner aussieht, damit es hier schattiger ist, damit, wenn mal jemand wie ich an den Windrädern ist, sich keinen Sonnenbrand oder so holt, sondern schön schattiges Plätzchen hier hat. Oh. Naja, so meine Vorstellung halt, was hier auf den grünen Flächen passieren könnte. Ja, jetzt sehen wir sie nochmal. V126. Ja, die scheint gerade wieder knapp, die scheint gerade wieder knapp aus zu sein da. Merkwürdig. Guck mal, wie weit die Rotorblätter darunter reichen. Und wenn ich von hier gucke, sieht das Ganze aus, als würden sie fast die 40-Meter-Markierung da. Als würden sie fast die 40-Meter-Markierung da ankratzen. Schimmert das nur so oder tun sie das wirklich? Dann ist das eine Anlage, die etwas niedriger steht als die anderen. Ja, aber das glaube ich nicht. Da oben ist ja die Warnbefeuerung da. Die Warnbefeuerung am Turm sichtbar und bis dahin reichen die Rotorblätter. Wenn wir es mal uns an der Anlage ansehen, da sehen wir in der Tat, die reichen bis an die Warnbefeuerung dran. Tiefer gehen sie gar nicht und ja. Ja, von daher, ne, so ist das. Ja. Jetzt würde ich mal sagen, auf geht's zum Drohnenvideo, damit mein Handy auch ein bisschen in Ruhe weiter aufladen kann. Mache ich jetzt hier ein kleines Päuschen, damit mein Handy erstmal wieder genügend Strom kriegt, damit ich gleich mein Navi von OpenStreetMap Android, kurz OSMN, ja, ne, dass ich das dann wieder aktiviere und dann den Weg nach Hause finde. Ich habe einen Fehler gemacht, ey. Ich habe nämlich irgendwie gerade voll keinen Bock mehr durch den vielen Straßenverkehr von Bielefeld zu radeln. Also ich hätte echt, ich hätte mein 9-Euro-Ticket mal mitnehmen sollen. Dann hätte ich mir jetzt einen Bahnhof gesucht und wäre von da dann direkt nach Bad Oeynhausen. Leider habe ich das vergessen. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal 50 Kilometer gefühlt, 48 etwa, also rund 50, nach Hause fahren. Tja, so ist das. Aber Radfahren macht ja auch dann manchmal noch Spaß, ne? Wem Spaß macht, wie mir, ne? Ja. Ja gut, dann verabschiede ich mich jetzt an den Vestas. Kurze letzte Info. Als ich das letzte Mal reingestarrt habe, wie viele Leute mich abonniert haben und meinen Kanal reinschauen, da fiel mir auf, dass ungefähr noch 85% mich noch nicht abonniert haben. Gerade bei diesen 85% würde ich mich um ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr den Kanal schon abonniert habt und keine coolen Videos mehr verpassen wollt, aktiviert gerne die Glocke, so bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video da ist. Ja, und mir fällt da gerade wieder was ein. Wirklich die allerletzte Info jetzt. Ab morgen wird es wieder wärmer. Ja, ich sag nur Tschüssi, Fahrrad. Ja, ich mach wieder Pause. Es ist mir viel zu warm, bei über 25 Grad mit dem Fahrrad durch die Natur zu fahren. Also das ist schon... Es ist schon richtig gewaltig und deswegen, ich fahre dann nicht. Also die nächsten Tage sieht es laut auch Wetter Online schlecht aus. Es wird richtig heiß, die nächste Hitzewelle rollt an. Heute war mal endlich wieder ein etwas entspannter Tag, temperaturtechnisch, aber ja, ab morgen wieder hohe Temperaturen.
ich stelle das Radfahren fürs Erste wieder ein. Aber lasst den Kopf nicht hängen, verliert nicht die Hoffnung. Es gibt noch genügend Tage im September, wenn die Sonne dann nicht mehr so intensiv steht und der Herbst eingesetzt hat, dann denke ich mal, wird es auch nicht mehr zu so einer extremen Hitzewelle kommen. Und von daher, es gibt noch Tage, wo ich mit dem Rad fahren kann. Oh ja, das tut es. Und ja, jetzt aber ist wirklich los. Na, von daher, ja, danke zum Anschauen und ciao.